Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Köln kocht. Ich hoffe, es geht euch genauso gut wie mir. Ja, nach längerer Zeit bin ich wieder am Start. Ich habe irgendwie so ein bisschen jetzt Lust gehabt, mal wieder ein bisschen was zu machen, was hochzuladen, ein bisschen was zu kochen. Ich habe durch Corona leider und der zweite Lockdown bin ich gerade in Kurzarbeit. Ich habe viel mehr Zeit natürlich auch und suche wieder für mich so ein bisschen was Kreatives, was ich so machen kann in meiner freien Woche, sage ich jetzt mal. Und das Kochen habe ich dann ja aufgegeben. Ich habe einfach nur eine längere Pause gemacht und habe jetzt gedacht, ich fange einfach mal mit was ganz Einfachem an. Und zwar gibt es heute einfach nur mein Frühstück, was ich mir eigentlich jeden Tag mache. Ich versuche morgens Fruchtzucker zu mir zu nehmen, also leckere frische Früchte. Und dazu esse ich halt meistens einen Ski-Joghurt. Ski-Joghurt ist ein klassischer Joghurt, der aus Island kommt ursprünglich. Ich schätze mal, dass der Skier in Island nochmal, glaube ich, ganz anders schmeckt als bei uns. Ne? Es ist halt nach isländischer Art hergestellt, hat 0,2% Fett. Das ist ganz gut für die Leute, die gerne ein bisschen abnehmen wollen, die aber trotzdem Proteine zu sich nehmen wollen. Und wir haben hier 55 Gramm Protein pro Becher. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also einen sehr, sehr hohen Eiweißgehalt. Gerade für die Menschen, die gerne Sport und viel Sport machen. Ich zum Beispiel mache aktuell fast jeden Tag Sport. Ich boxe 5-6 Mal die Woche. Jetzt gerade eben sind auch die Gyms zu, leider. Das heißt, ich muss so ein bisschen auch auf Laufen zum Beispiel gehen und an der frischen Luft mich, sage ich mal, bewegen, was mir gar nicht so liegt. Aber ich versuche zumindest gerade so ein bisschen laufen zu gehen. Und dazu gibt es ganz klassisch für mich, esse ich auch sehr, sehr oft, einen Granatapfel. Sehr, 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 sehr viele Vitamine, hat so eine leichte Bitternote. Wenn ihr mal bei YouTube guckt, wie man einen Granatapfel richtig zubereitet, könnt ihr mal gucken bei mir. Also ich habe auch ein Video mal dazu gemacht, vor einem Jahr. Dazu gibt es Kultur-Heidelbeeren, also klassische Heidelbeeren, die sind jetzt vom Rewe im Angebot für 1 Euro und eine Kaki, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. So, kommt ursprünglich aus Israel, soweit ich weiß. Hier kommt sie aber aus Spanien. Kostenpunkt sind wir bei 30 Cent für die Kaki im Angebot beim Rewe, glaube ich, genau. Granatapfel habe ich in einem türkischen Laden geholt für 49 Cent, war im Angebot, keine Ahnung, super günstig. Dann die Heidelbeeren gab es im Rewe für 1 Euro und der Ski-Joghurt ist auch, ich glaube, aus dem Lidl ist der, glaube ich, oder aus dem Rewe, nee, aus dem Lidl ist der. Insgesamt sind wir jetzt bei einem Kostenpunkt von 3 Euro, also 3 Euro für ein Frühstück ist vollkommen in Ordnung. Wer möchte, kann dazu auch noch ein paar Leinsamen machen zum Beispiel, mache ich vielleicht auch noch später rein, die so ein bisschen, ja, sag ich mal, den Kohlenhydratspeicher auffüllen, dass man einfach auch ein bisschen Power für den Tag hat. Vielleicht mache ich da noch ein paar mit drauf und ja. Es ist ein ganz einfaches Frühstück, ja. Das ist mein erstes Video seit längerer Zeit. Einfach easy, locker, günstig. Checkt mich aus, folgt mir gerne, kommentiert. Ich bin raus. Macht's gut.